Hey, gehst du gerne auf Konzerte? Oder ins Theater? Hast du schon mal eine richtig krasse Live-Performance von einer Künstlerin gesehen, die du nicht mehr vergessen kannst? Künstler haben ihre ganz eigene Perspektive auf die Welt. Theater, Clubs, Museen oder Street-Art-Parks können öffentliche Räume sein. Hier kann ich ganz unterschiedliche Menschen treffen. Künstlerinnen und Künstler erzählen auf ihre Art von der Welt und fordern uns damit zum Nachdenken auf und zu Diskussionen. Manchmal berührt mich das, was ich gesehen habe, so intensiv, dass ich dann meine Freunde ewig damit volltexte. Das führt oft zu langen Diskussionen, weil die das anders sehen. Und genau da wird's spannend. Denn die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur setzt ja einiges in Gang und erzeugt Assoziationen über unser Leben, über das Leben anderer, über das, was uns wirklich berührt. Dieser Austausch ist wichtig. Über Kunst und Kultur komme ich auf Themen, über die in unserer Gesellschaft zu wenig gesprochen wird. Das kann eine Oper sein oder ein Rap-Konzert, ein klassisches Drama oder ein Poetry Slam. Kunst ist für alle da, nicht nur für wenige. Gerade Kulturorte können als öffentliche Räume genau diese Impulse setzen. Für das eigene Handeln, für Demokratie und Solidarität. Daher ist für Clubs, Theater und Museen die finanzielle Förderung überlebenswichtig. Und wir brauchen neue Orte für Kunst und Kultur. Gerade auf dem Land, aber auch in der Stadt. Ein ungenutzter Bahnhof als Theaterbühne, ein Parkplatz wird zur Konzertbühne, ein Hinterhof als Freiluftkino oder eine Bibliothek wird zum kostenlosen Workshop-Space. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Nutzt die öffentlichen Kulturräume und setzt euch für sie ein. Natürlich heißt das auch wählen gehen, sich in Politik einmischen. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen.